Herzlich willkommen, ihr Lieben, zum Polska Urlaubsvlog. Ich muss gestehen, ihr werdet das verstehen, die Kamera kann ich nicht immer rausholen oder will auch mal ein bisschen abschalten. Von daher habe ich einfach für euch ein paar Szenen aus verschiedenen Tagen zusammengeschnitten, ein paar kleine Highlights, ein paar habe ich natürlich auch für Kasia und mich behalten. Aber ich habe also ein bisschen was aus meiner Heimat, aus Polen, aus der Heimat der Geilo-Family, dann auch Kev, auch Mike, kommen aus Polen. Da haben ja schon viele gefragt, hey, wo kommt ihr her? Seid ihr Russen, seid ihr Ukrainer, seid ihr Polen? Und ja, wir kommen aus Polen, unsere Familie kommt aus Warschau. Ich bin jetzt gerade in Danzig, für mich der schönste Ort in Polen. Warum? Weil du hast drei tolle große Städte. Du hast Danzig, du hast Gdynia, du hast Sopot, das nennt sich dann auch Dreistadt, wenn man das Wort wörtlich übersetzt. Du hast das Meer, du hast Partys, du hast Altstadt, du hast Studentenviertel, also du hast alles, was das Herz begehrt. Und auf diese kleine Reise bzw. auf diese zwei Wochen Urlaub nehme ich euch ein bisschen mit. No chodzić w głowie. No co? Es tut einfach mal verdammt gut abzuschalten. Meine Tage sehen hier ziemlich oft so aus, so wie ihr es gerade gesehen habt. Erstmal in die Stadt fahren, dann für mein Schätzchen ein bisschen shoppen gehen. Ich hasse shoppen, ganz ehrlich Leute, ich hasse shoppen. Daumen hoch, wenn ihr auch shoppen überhaupt nicht leiden könnt. Aber gerade im Urlaub, wenn man so ein bisschen Zeit hat, wenn man relaxed ist, dann macht man das schon mal für sein Schätzchen. Und ehrlich gesagt, ich habe hier keinen Zeitdruck, das heißt, ich kann mir auch für sie Zeit nehmen. Und bei Kasia ist das so, wenn sie sich was Kleines kauft, das kann wirklich nur eine Kleinigkeit sein, dann freut sie sich schon, dann strahlen ihre Augen und das ist es mir allemal wert. Ja, ich esse in der Zeit meistens was. Ich schätze mal, ich habe jetzt schon 4-5 Kilo zugenommen und das sind 2 Wochen. Das geht bei mir aber relativ schnell. Das heißt, wenn ich zurück bin, muss ich auf jeden Fall wieder ein bisschen abnehmen. Aber hier auf dem Land, diese Ruhe, ich liebe das. Hier hinten, hinterm Haus von den Eltern, ist noch ein bisschen Land. Das wird teilweise auch vererbt. Das heißt, wir planen da vielleicht irgendwann im Alter mal ein kleines, schönes Häuschen zu bauen, vielleicht in der Rente hier rüber zu fahren. Perfekt, nah zum Flughafen, nah ans Meer, nah an diese wunderschönen drei Städte, was ich euch ganz am Anfang erzählt habe, wenn ihr euch hier das Ganze mal anschaut. So, ich denke mal, in ein paar Jahren wird es auch schon ziemlich hart bebaut sein. Man sieht schon, dass jedes Jahr hier 1, 2, 3 neue Häuser mit dazukommen. Aber wir haben dann hier unser schönes, ruhiges Plätzchen. Und was mir immer sehr gut gefällt, ist einfach kurz raus aus der Stadt zu kommen. Stadt bedeutet immer Termine, schnell zur Bahn kommen. Alle Menschen sind irgendwie im Stress, im Rausch. Und auf dem Land, da wachst du auf, wenn der Hahn kräht. Also ganz, ganz gechillt. Mit Cody können wir hier auch ein bisschen draußen rumlaufen. Mit unserem kleinen Schatz. Cody kann hier ohne Leine rumlaufen, sonst geht das eigentlich nicht so gut. Aber hier geht es, hier ist alles schön umzäunt, es ist ein wunderschönes Gelände. Und ich werde euch einfach noch so ein bisschen mitnehmen. Wie gesagt, die Kamera kommt nicht immer mit. Ich will einfach auch wirklich für mich ein bisschen Ruhe, ein bisschen abschalten. Aber so ein paar Eindrücke, die bekommt ihr auch auf jeden Fall mit. Das ist versprochen. Schwagerlein hat sich ein Motorrad gekauft. Und dann machen wir gleich eine Spritztour. Wir haben schon eine kleine Spritztour gemacht. So, ich zeige euch mal das gute Stück. Eieiei. Wiecie 50 schon, tak? 250er Maschine. War richtig schön. 26 Jahre alt, aber sieht überhaupt nicht so aus. Ja, wir machen jetzt eine kleine Spritze. Oder nein, ich zeige euch erst vorher noch, wie das Ding klingt, wenn der Motor angelassen ist.
Das nenne ich Freiheit, meine Lieben. So macht das Leben wirklich Spaß, ey. Ihr hört, Hahn kräht. Hinter mir schöner, alter, guter Traktor. Wir schrauben selbst hier ein bisschen an den Autos. Das Haus, wer mich bei Instagram verfolgt, der weiß, das Haus verputzen wir und dämmen und machen alles selbst. So macht mir das, eigentlich liebe ich so eine Arbeit. Das ist gute, alte, ehrliche Arbeit. Man sieht sofort, was man geschafft hat. Belohnung auch sofort, wenn man merkt, hey, Motorrad fährt vernünftig, Auto fährt vernünftig. So macht es auf jeden Fall Spaß und jetzt geht's weiter. Wir haben 2.30 Uhr. Ich habe einfach mal hier meinem Schwager gesagt, ich helfe ihm einfach mal ein bisschen bei der Arbeit, weil er nachts immer losfährt, ein bisschen was ausliefern. Ich habe Urlaub, das heißt, ich habe Zeit, ich habe Bock und so eine neue Erfahrung nehme ich gerne mit, aber ihr seht das. Vielleicht das Licht von der Kamera, vielleicht nimmt mir das ein bisschen die Augenringe. Ich werde es gleich selber sehen. Auf jeden Fall blendet es mich tödlichst. Deshalb mache ich für euch so ein paar kleine Zeitrafferaufnahmen. Ihr habt es gerade gesehen, die Straßen sind ziemlich leer. Es ist wie gesagt 2.30 Uhr. Wir brauchen jetzt circa 3 Stunden. So habe ich es zumindest gehört. 3 Stunden, danach geht es wieder schlafen. Und danach kann der Tag auch eigentlich nochmal losgehen. Also eigentlich eine ganz gute Arbeit, die auch ganz gut vergütet wird. Aber ja, wir fahren jetzt einfach mal weiter. Ich schaue mal, was auf mich zukommt. Und euch nehme ich ein bisschen mit. Ich muss jetzt an der Stelle die Nachtaufnahmen abbrechen, weil mein Handy auch langsam den Geist aufgibt. Ist auf jeden Fall ein kleines Catering, also so quasi so Päckchen, die wir jetzt hier ausliefern. Ist eine schöne Sache. Wir machen uns weiter in die Nacht auf den Weg. Heute geht es in ein schönes polnisches Fitnessstudio, obwohl ich sagen muss, ich wollte euch eigentlich in so eine richtig geile polnische Hardcore-Butze mitnehmen. Ja, herrlicher Regen. Genau, ich wollte euch in so eine schöne Hardcore-Butze mitnehmen, allerdings klappt das jetzt nicht zeitlich gesehen, weil wir viele Hochzeitslocations uns angeguckt haben. Wir haben uns angeguckt, was für Hochzeitskleider, hat sich natürlich Kascha angeguckt. Ich habe dann geguckt, was für Anzüge, Schuhe und so weiter, es ist einiges zu machen. Auf jeden Fall nehme ich euch heute mit in ein Studio. Das ist jetzt hier ein bisschen näher, das passt mir eigentlich jetzt gerade halt zeitlich ein bisschen besser. Aber nichtsdestotrotz ist das Allergeilste in Polen und das vermisse ich in Deutschland. Da gibt es wenige von diesen richtig schönen Familienstudios. Sogar wenn du hier in ein Mainstream-Studio gehst, was sogar so 100 Zloty, also 25 Euro monatlich kostet, wo ich mich immer wundere, wie können sich das die Polen leisten. Aber es gehen doch viele hin. Viele sind, ich meine, viele von euch wissen, wie Polen sind, die haben Power. Und das Geilste, was ich sagen wollte, ist, dass egal wo du hingehst, du kannst jedem die Hand geben, du kannst jeden grüßen und du wirst immer mit dieser positiven Trainingsenergie begrüßt. Du triffst sofort auf Leute, die, wo es genauso ist, was ich vermisse. Alle haben dieselbe Einstellung, alle wollen geil trainieren. Und das macht mir einfach unheimlich viel Spaß. Ich werde mir auch noch einen kleinen Booster reinziehen. Die sind ja in Polen immer ganz gut dosiert. Da macht es auf jeden Fall auch Spaß. Und jetzt ja, kämpfe ich mich kurz durch den Regen. Dann mit dem Auto ab ins Gym. Und dann sehen wir uns gleich wieder.
Oh, das Training ist geschafft. Ich merke den Booster immer noch. Das Geile an den Boostern ist, das feiere ich am meisten ab, ich habe jetzt die ganze Zeit wirklich ultra hart trainiert, vor euch ja ein paar kleine Szenen mit aufgenommen. Ich merke einfach nicht bei diesen Boostern, wann mein Muskel genug hat. Ich mache einfach weiter und weiter und pumpe den Bizeps, Trizeps, Brust, Rücken, Beine. Ich habe heute von allem so ein bisschen was gemacht und ich merke einfach nicht, wann Schluss ist. Und das macht richtig Spaß und das merke ich vor allen Dingen am nächsten Tag, wenn ich dann richtig harten Muskelkater habe. Ja, auf jeden Fall war es ein schönes Training. Ich hoffe, euch hat der Vlog soweit gefallen. Ich fahre jetzt nach Hause. Shakes haben sie nicht gemacht, habe mir jetzt mal so einen Riegel hier gegönnt. Gladiator Delicious High Protein Bar. Den gönne ich mir jetzt auf jeden Fall. Fahre jetzt nach Hause, genieße noch ein bisschen die restlichen Tage meines Urlaubs. Wir waren außerdem noch in Sopot. Da habe ich mit Kasia einen Tag genossen, weil das eigentlich der Ort ist, wo wir uns kennengelernt haben. Wir haben uns damals in der Disco kennengelernt. Dann waren wir dort schön essen. Sopot am Meer, da kann man super gut Fisch essen. Ansonsten waren wir viel in Danzig bei der Familie, also bei ihrer Schwester. Die Familie von ihr, wo wir jetzt auch schlafen, die wohnt ja so ein bisschen außerhalb von Danzig, schön auf dem Land. Das habe ich euch ja gezeigt und dazu was erzählt. Ein gelungener Urlaub, das Wetter leider nicht ganz so prall. Also ihr könnt euch vorstellen, das Wetter hier ist ähnlich wie in Deutschland. Das soll mir aber die Laune nicht verderben. Ich bin aufgedreht, ich fahre jetzt nochmal los, fahre jetzt ein schönes Ründchen. Genau, ab nach Hause, dann werden die letzten Tage genossen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao, ciao.